So, dann haben wir diese Runde, meine ich, alles geschafft. Zack. Wir laufen weiter nach Kaffa runter. Du läufst nach Korinth. Du läufst nach Türkei, beziehungsweise zu den zu den Timuriden. Ich glaube, da kommen jetzt noch zwei weitere Wellen oder noch eine. Aber das sind nicht alle, die wir da gerade haben. Der läuft Richtung Süden, das ist auch überraschend. Lass ruhig deinen Rüyasan da alleine. Oder du hast nicht mehr so viele Siedlungen, aber gut. Ey. Zack. Komm, da meckern wir auch nicht lange rum, da wird belagert. Du könntest mal gleich auf den da oben hingehen, ne? Da ist ein Typ gespawnt, das finde ich nicht so geil. Weg mit den Rebellen, mein Freund. Mosul merken sie auch schon, ist voll. Die laufen hier oder nach da. Trabzon ist durch die Bergkette ein bisschen geschützt, aber nicht komplett. Jetzt müssen wir überall herstellen, wie irre, Alter. Ich komme nicht drum klar. Ah, shit. Dann weg, Schmutz. So, und ihr macht euch bitte bereit. Alles nach Edessa. Edessa ist nicht sicher. Da kommen große Trupps jetzt auf euch zu. So, das sollte aber passen. Da kommt jetzt sehr, sehr, sehr viel Schutz. Ah, machen wir bitte davon noch ein bisschen was. Wir machen ja alles voll. Ich glaub's nicht, ey. Das ist so teuer. Aber ey, wir können es leisten, glaube ich. Das passt. Müssen wir eine ganze Ecke jetzt belagern hier. Gerne aber Unterstützung dazu holen. Zack. Sicher vor Ägypten. Greifen wir an. Und du wartest einmal auf den, dass er hier fertig ist. Haben wir hier noch drin? Ach ja. Dann müssen wir dann nichts mehr herstellen, würde ich sagen. Zack. Haben wir jetzt doch mehr Schwertkämpfer als gewollt, aber ey, ist jetzt nicht dramatisch. Dann haben wir da plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nochmal 5 weitere. 4 weitere Truppen. Der Träger, oder? Machen wir so. So. Na, ah, so. Aber den nächsten haben wir fertig. Der läuft immer noch. Sonst lauf erstmal bis hierhin. Wir laufen ja noch eine ganze Weile. Du bleibst da, wegen Verstärkung, dass wir die sehen. Bleibst hier, weil ich auch dem die Ecke hier nicht traue. Der Ecke da oben traue ich eigentlich auch nicht. Kriegen wir auch nochmal was hin. Wir müssen, also wir haben das Geld, um alle sehen zu können, deswegen müssen wir es auch nutzen. Wenn ihr deshalb wüsste, was auf dem Weg zu denen ist. Also ich schätze mal, dass sie da hinlaufen, weil halt nichts los ist an Truppen. Zack. Vergessen? Ah, das ist aber kein Problem. Laufen wir gleich hinterher und vernichten ihn einmal komplett. Ach Gott. So, Mister, ich gehe gleich aufs Boot und habe in meinen 20 Jahren fast nichts erreicht. Es tut mir leid. Nach Korinth, Christenarmee. Und hier greift nochmal gleich Arguin an. Sehr geil. Nee, das ist das. Da kommen noch zwei weitere Wände. Das ist nicht alles. Das kannst du mir nicht erzählen. Da muss noch wesentlich mehr kommen. Das ist übrigens ein Rebell. So sind wir mal nicht so. Machen wir mal weg. Jeder Rebell weniger ist ein guter Rebell, habe ich mal gehört. So, hier, aber auch ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Wahrscheinlich, General, komm, General. Wir haben den General tatsächlich bekommen, ey. 20 und loyal. Auch der hat leider den Fluch jetzt geerbt. Er muss jetzt auch einmal nach England rüber. Und da kriegst du auch ein paar besondere Einheiten hier mit, weil die gibt's sehr selten. Zack. Glückwunsch, I guess. Und rüber. Bauen wir ein paar Fähren. Ja. Hier von allen Seiten was rüberkommt. Ich finde das irgendwie voll cool. So, rein da. Mach diese Stadt sicher. Und das innerhalb von ein paar Runden ist die Stadt fast voll. Mit guten Einheiten. Leider, ihr seid leider kaputt. Na, ich nehme nur volle Einheiten. Es tut mir leid. So, eitel sind wir mal. Das ist nicht alles. Never ever.
Da kann auch jemand kommen, dann stellen wir uns mal hier so hin. Und das sehen wir. Charakter ist halt nicht geschützt, aber da werde ich jetzt auch nichts herstellen. So, genug Spione haben wir, glaube ich. Königliche Kaserne. Oh, shit. Ich wusste gar nicht, dass wir die haben. Oh. Alter. Alter, die neue Welt tut mir jetzt schon leid. Oh, da kneten wir richtig weg. Du kriegst ein paar, ja, du kriegst eine ordentliche Armee mit, dann kannst du noch umlaufen. Natürlich. Oh, Junge. Musketiere, was siehst du denn? Die siehst du so selten in dem Game einfach. Ach, du warst für den, ne? Sorry, Bro. Ah, so sorry. Ich weiß, Leben unfair. Ich weiß. Du darfst damit einmal in London versauern, es tut mir leid. Wir müssen uns vor die neue Welt so bereit machen. Die werden so überrannt. Wir brauchen aber die geilen Häfen, aber die haben wir noch nicht. Irgendwie wird da noch nichts. Oh, richtig. Wir brauchen eine gewisse Runde, vielleicht sind wir ein bisschen zu früh, das kann sein. Okay. Dann haben wir alles gemacht. Hier belagern wir auf jeden Fall safe weiter. Der hier geflohen ist, eigentlich egal. Der können wir hinterherlaufen, wie irre. Kaffer, absolut leichtes Ziel, sehr geil. Und ab rein damit ihr gleich. Boah, schmeckt das gut. Ja, einen berittenen Bogenschützen hätte ich gerne noch, weil der hat sehr viele Fußsoldaten. Schön, die Creme de la Creme, next round. So. Die Kavallerie wortwörtlich is on the way to you guys. Mauskott, übrigens den Dude da oben, den habe ich vergessen. Ah, komm so. Ach, guck mal, wie nett, der kommt runter. Er versteckt sich da im Wald. Venedig, alles klar. Dann gehst du mit dem anderen Brenner oben. Alter, wie geil ist das denn? Oh, jetzt. Königliche Kaserne ist es. Und die haben wir hier noch, noch nicht. Müssen noch eine weitere Stufe warten. Eure Befehle. Ist das eine geile Meile? Ich glaube schon. Bin gerade verwirrt. Wo waren wir gerade? Warte. Wem stehe ich gegenüber? Männer, wir marschieren. Befehle. Noch zusammenschließen, dann können wir den Typen, glaube ich, vernichten. Beendet. Heute ziehen wir nicht weiter. Eigentlich brauche ich mir auch Generäle, die jetzt die Armeen hier eigentlich übernehmen und hinterherlaufen. Wobei jetzt vielleicht nicht die Armee aus Yerevan, aber die hier oben zum Beispiel. Ja, das haben wir übrigens gerade voll geklatscht mit Truppen. Da fehlen noch drei Stück. Kein Problem, zack. Ups. Wobei man dazu sagen muss, Edessa sehr schlecht geschützt. Also Edessa ist, hat nur eine Holzmauer. Also, boah, die... Ja, das ist eklig. Mal schauen, Verstärkung noch nicht da. Kann auch sein, dass die sich gleich wieder kurz zurückziehen nach Yerevan, Tiflis die Ecke, um mit ihrer Verstärkung sich zusammenzuknüpfen. Das passiert halt auch sehr häufig. Haben wir auch bei den Mongolen. Habe ich noch dran erinnert. So. Ja, die Ausgaben sind hoch, ich weiß, aber auch unsere Rekrutierungs- und Bauberichte sind, na, wobei Bauberichte sind ein bisschen weniger geworden. Die Bauberichte, ich kann nicht mehr reden. Eure Majestät, Befehle. Warte mal, den Platz schaffen wir. Eure Majestät, Befehle. Befehle. Auf da. Und das belagern wir jetzt auch bis zum knallharten Ende durch. Oh, und die Flotte hier. Mmh. Oh, die schmeckt. Und zwei weitere können wir noch dazu setzen. Machen wir. Ah, das ist eine gefährliche Flotte. Wenn uns nicht hier das alles gehört jetzt, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Übrigens hier zu stellen hat nichts gebracht. Der ist bis hierhin gelaufen, dann fangen wir ihn da halt ab. Was mache ich mit euch jetzt? Ja, Eure Majestät. Da kommt ihr auch damit her. Wir haben ja zwei Generäle, dann machen wir aus zwei Armeen einfach. Dann rennen die beide mal dahin. Aber hier nehmen wir jetzt richtig geil auf jeden Fall ein paar Schützen mal mit. So. Ja, gut, es gibt nicht mehr so viel zu tun, ne? Gibt nicht mehr so viel zu tun. Wir können mal, weißt du was, sind wir mal ein bisschen cocky. Befehle, Eure Majestät. Komm, na ja, da. Wie ihr wünscht. Weil das vielleicht nicht reicht und wir ein bisschen eklig sind, bauen wir nochmal hier ein bisschen Scheiße. Und dann schicken wir das alles aus Gaza fast nochmal mit.
Dann sollte das reichen. Machen wir so. Next round. Zack. Ja, die Runden werden kürzer, ne? Wir haben immer weniger zu tun. Dachte er und hat aber 1000 Sachen vergessen. Ja, moin. So, next round haben wir Kaffa. Oh, oh, hier ist ein riesiger Rebelle. Oh, den hätte ich ja gern weg. Machen wir auch gleich mal. Aber nicht mit der Armee, die jetzt zu den Timoriden geht. Da werden wir mal kurz eine Armee fertig machen für. Ich weiß nicht, wo die ganzen Truppen hinstellen sollen, ne? Zack. Hat's weg. Und du... Weißt du was, du wirst noch weiterhin durchs Land ziehen und ein paar Leute hier wegmachen. Es werden immer wieder Rebellen auftauchen. Das passiert immer und immer wieder. So, hier war jetzt gerade ein riesiger Rebelle. Da machen wir einfach nur eine kleine... Fertig, da machen wir jetzt nichts Wildes draus. Aber halt, dass die Armeen jetzt hier voll und völlig geil gestärkt Richtung Timoriden wandern. Beim ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Wohin soll es gehen? Ja, das müssen wir die Timoriden fragen. So, Kaffa gehört uns. 7 Mann verloren, ich. Come on. Wir haben keine Gnade gezeigt. Nein. Sie haben sie nicht verdient. Sie hatten keine Chance. Ich habe sie zum Schweigen gebracht. Keine Ahnung, also. Lassen wir mal aus Freundlichkeit einer mehr zurück. Lasst mich zuschlagen, Herr. Und ab nach. Wie hieß er? Sakel ist voll. Gebt den Befehl. Hier gehst du nach da und dann geht ihr da zusammen runter nach Sakel und Bulgarien. Macht ihr da zusammen irgendwas fertig. Ja, die können wir nicht auffüllen. Alles gut. Befehle? Ja, auch nicht unbedingt. Eure Majestät. Ab morgen machen wir weiter. Sonst füllt, geht ihr mal bitte da hin und füllt euch einmal auf, bitte. Ja, hier, wir müssen uns bessere Armeen irgendwo holen. So, ordentlich fortbilden, aber ordentlich, meine Freunde. Und ihr geht einmal da. Und da fehlt uns dann noch eine ganze Reihe. Wir haben sehr viel Kavallerie. Dann auf jeden Fall... Baller mal. So, das wird belagert. Das... immer noch belagert. Das kriegen die hoffentlich hin. Und hier jagen wir jetzt einmal dann den Rebellen. Da ziehen wir noch weiter durch. Irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Das, es sind schon wilde Einheiten, ne? Die siehst du nicht häufig. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Noch ein General. Ja, nehmen wir mit, ne? Zack, direkt mal nach oben. Wir kommen mit traditionell venezianischen Einheiten einfach. So. Dich gibt's ja auch noch. Boah, Templerorden, auch geiler, man. Ist auch, du bist wahnsinnig loyal. I take it. Das ist sogar eine geile Armee. Also, ne? Beim Blauorden sind cool. Komm, kriegst auch mal Spaß nochmal die da oben mit. So, der ist das offiziell geschützt. Nee, also der ist ja Schmutz. Guck mal hier. Und schon sieht das doch hier annehmbar aus, würde ich sagen. Zack. Wir haben den vergessen, das ist nicht wichtig. Das Schiff fährt auch von alleine, alles gut. Ich habe ich vergessen, aber das ist auch nicht schlimm. Ja, um Rüyasan steht's nicht gut, liebe Mongolen. Da steht's nicht gut. Sind denn, also das sind nicht alle Timoriden, wo ist denn der Rest? Da müsste da Doppelte mindestens kommen. Die müssen jetzt jede Runde erscheinen. Auf jeden Fall. Na komm, übertreiben wir mal nicht. Wir laufen auch mal an zwei Armeen, ich trau denen nicht. Wenn ich die zusammenstecke, dann werden die wieder zu Rebellen. Hallo? Guten Tag, der Herr. Hinter mir plötzlich aufgetaucht. Das kriegen wir wahrscheinlich trotzdem hin, sind wir ehrlich. Kriegen wir wahrscheinlich trotzdem. Eure Majestät. Ja, der Tag. Wenn man den Ambo-Schützmann kennt.
Und aus den Armbrustschützen ist einfach mal ein General entstanden. Wir haben nicht mehr Truppen verloren. So ist das richtig. Aber auch du einmal nach oben, bitte. Ja, mein Herr. Gib den Befehl. Komm es weiter auf. So. Alter, die Armeen sind aber auch schmackhaft heute wieder, ne? Sehe ich nicht gerne. Ja, lass die sich noch mal ein bisschen bewegen. Es ist okay. Wir haben alles im Blick. Ja, und nochmal ein Spion. Lauf Richtung Süden. Trabzon ist völlig egal. Edessa, Mosul ist sicher. Aleppo ist nicht sicher. Boah, jetzt schon wieder was fertig. Mal, ja, komm. Meinetwegen auch davon was. Sicher ist sicher. Wobei das auch... Warte mal. Ich glaube... Also wir, weißt du was? Halt mich für verrückt. Also ihr könnt mich wirklich gerne für verrückt halten und auch zurecht. Warum mache ich das? Das hatte ich gerade so eine kleine Eingebung. Wir wollen ja, dass die sich hier eine Hauptstadt holen. Auf jeden Fall. Damit die sich hier ausbreiten können und nicht einfach verschwinden. Ist doch gut. Wir wollen ja jetzt nicht, dass wir einfach die ganze Zeit verteidigen oder dann plötzlich verschwindet einfach die Armee im Nichts. Man kennt ja das typische Timuriden-Problem. Deswegen finde ich die Idee nicht verkehrt. Die einfach jetzt auch mal irgendwo sich niederlassen zu lassen, wenn das Sinn ergibt. Ich denke aber auch, damit seid ihr auch einverstanden. Das ist okay. So, sorry. Nee, Rebellen ungerne, bitte. Danke. Hervorragende Position für... Na, da brauchen wir auch ein paar mehr Truppen. Wir schicken sie in die Hölle. Marschiert! So, da sind wir auf dem Weg hin. Sieg! Hier wird noch alles bewegt. Und gemacht. Next round. So, Flotte fährt auch einmal rum, die Rebellen um auszuschalten. Hier wird weiterhin bewegt, die Truppen. Die erste Vollarmee ist fast bei den Timuriden, ne? Die werden wir vielleicht auch erstmal mit Befestigung drumherum wieder platzieren, um die Timuriden. Weil Nahkampf, also noch möchte ich nicht aufs offene Schlachtfeld gegen die. Also da möchte ich jetzt erstmal ein bisschen klüger spielen, bevor wir da einfach wie ein Wilder raufrennen. Mein Herr, schade. Bist du schnell weggeklickt? Das war Kaffa und wo noch? Irgendwo gab es noch Ärger. Ich hab's vergessen. Irgendwo noch eine öffentliche Ordnung. Wahrscheinlich hier Osten irgendwo, ne? Ja. Ist okay. Nein! Oh, ihr Arschkekse. Nein, das habt ihr nicht gemacht. Oh, ist das von einer guten Armee. Jetzt muss ich das mal voll füllen auf schnelle Welle. Oh, war das jetzt ekelhaft von denen. Das glaubst du ja nicht. Boah, wurde ich betrayed. Ich komme gerade nicht drauf klar. Alter, ich wurde komplett betrogen. Unser Marsch für heute ist okay. Ich komme damit klar. Ist okay. Ah komm, das ist doch ein Leckerbissen für euch. Das ist komm. Also ihr müsst einfach nur reinrennen. Also leichter kann ich es euch nicht machen. Es ist mein Geschenk an euch. Weil ihr wollt bestimmt gar keinen Stress machen. Ihr wollt einfach nur mit uns hier schön in Gemeinschaft leben. Deswegen seid ihr doch hier. Also Bau genehmigt, aber können wir noch nicht bauen. Okay. Abstandsfreund, ja, ist mir egal. Ist mir egal. Und hier warten wir jetzt auf die richtig geilen Soldaten. Na, da muss die königliche Kaserne her. Gibt's noch andere Trolltruppen? Ey, mitnehmen auf jeden Fall. Das ist eklig, was wir hier für Truppen mitnehmen, ne? Boah, es ist so widerlich eigentlich. Aber ich kann nicht leugnen, dass es geil ist. Macht auch mal Spaß, solche Truppen herzustellen. Gebt den Befehl. Mal bitte schnell beenden. Dann schon mal langsam nach Sakel gehen, aber nur ganz langsam. Verstärkung übrigens immer noch nicht da. Next round.
So, ich glaube, hier haben wir übrigens volle Soldaten, ne? Apropos. Ich glaube, da können wir wieder zwei volle Armeen losschicken. Oh, die wissen gar nicht, was sie erwartet. Also normalerweise würde ich es auch nicht wissen, aber da wir jetzt schon ein paar Kampagnen gespielt haben, ne, wissen wir, was auf uns zukommt, welche Macht. Aber die, unsere Generäle, unsere Familie, sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, was da auf sie zugrollt oder zutretet. Ist das eine volle Armee? Ich dachte, das ist eine leere. Die sah leer aus, die Flagge. Oh Gott, du musst weglaufen. Lauf. Oh Gott, ja, du musst laufen. Ich wusste nicht, dass die noch sowas haben. Das war's komplett. Also da werde ich automatisch machen, weil das werde ich absolut nicht gewinnen. Alter. Nee. Das war's mal wieder komplett. Ja, so konnten wir jetzt unsere Generäle retten. Verzieht euch nach Moskau, ja. Okay. Arguin müssten wir haben. Wir haben auch generell, glaube ich, bessere Truppen außerdem krasse bekommen. Wir sind nicht schlecht, aber wir sind besser. Und mehr. Der Tag gehört uns, Herr. Der immer noch pissig. Ich glaub's ja nicht. Edler Herr, wir haben gesiegt. Ah, das habt ihr wohl, aber das ändert nichts daran, dass sie alle pissig sind. Bleibt das mal da drinne. Weg. Okay, der nächste General. Ey, I'm not even mad. Oh, weißt du was? Oh, kann ich nicht. Weißt du, was wir dann machen? Da, bitte. Die Armee braucht einen Anführer. Ja, das ist ein Hohn, ne? Leute, hier! Damit ich die nicht verliere. Ich verliere wahrscheinlich sowieso jetzt nächste Runde. Leute, ich öffne euch die Arme. Die laufen immer weiter durch, ne, zu den Siedlungen, die nicht gut geschützt sind, ne? Ich bleib jetzt erstmal hier stehen. Drei Truppen noch, kein Problem. Du bleibst da. Erstmal auch hier hinlaufen, bitte. Und dann mal bitte schauen. Der ist voll, ne? Befehle. Eure Majestät. Befehle. Ja. Marschiert. Ups, einer zu viel. Ja. Let's go, der Hase. Rüber. Vorwärts. Ja. Abrücken. Boah, die laufen sowas von auf eine Schlachtbank zu, ne? Scheiße. Ja. Abrücken. Die Truppen zusammen. Man führe an. Ja. Es tut mir jetzt schon so leid. Bitte, ey. Ich wünschte echt, das wäre nicht so, aber was soll ich machen? Wir müssen unsere Ländereien verteidigen. Voll alle, ne? Marschiert. Eure Befehle, edler Herr. Zack, nächste Armee fertig, runter. Natürlich. Ah, zwei volle Armeen runtergeschickt, das freut mich. Hier auf jeden Fall brauchen wir da mehr Kavallerie, aber hundertprozentig. Ne, macht das schon. Du läufst weiter. Alles okay, soweit. Schiffe sind sowieso auf dem Weg, weil hier sind sehr viele Rebellenschiffe. Wichtig und richtig. Aber in den sicheren Hafen. Weiter kommen wir heute nicht, mein Herr. Eure Befehle. Ja. Und du bist sowieso der Brecher. Ach ja, dich gibt's ja auch noch. Guck mal. Befehle. Ja, auf jeden Fall noch ein paar Kavallerieeinheiten. Safe. Dann bist du eingriffsbereit. Dich machen wir immer noch fertig, weil wir haben oben eine Rebellenarmee, eine große. Dann können wir in der nächsten Runde hin. Und hier versuchen wir es nochmal kurz, bevor wir die Folge mal beenden. Schade. Ups. Nice. Okay. Ich würde sagen, da werden wir mal die Aufnahmesession einmal beenden. Wir gehen mal ein bisschen zurück zum General, bitte. Zack. Aber es wird heavy. Es wird interessant jetzt. Das ist die erste Welle der Timuriden. Ah, und da, wenn man vom Teufel redet. Guck mal an. Da ist auch schon die zweite. Ja, da ist die zweite. Haben auch die gleiche Ecke raus, okay. Na, trotzdem lasse ich mal hier welche stehen, man weiß ja nie. Denn auch Tiflis und so immer noch gut geschützt. Trabzon können wir schnell herstellen für den Fall der Fälle. Es ist gerade eine sehr heiße Phase, möchte ich sagen. Eine sehr heiße Phase.
Timurin, weißt du was? Nein. Wenn wir schon mal jetzt dabei sind, da kriegen wir so einfach schnell hin. Zack. Und da würde ich auch sagen, greifen wir den dann nächste Folge einmal an. Geht ab. Geht einfach ab. Leute, ich hoffe natürlich jetzt, euch hat diese Folgen Medieval 2 Total War gefallen. Haben ja ein bisschen was geschafft, haben die Hauptstadt von den Mongolen eingenommen, haben generell auch jetzt hier nochmal Ryazan geholt. Dongola sind wir immer noch fein am Verteidigen. Arguin gehört wieder uns. Mal gucken, wie lange. Ja, da sind wir on the way. Da bleibt nicht mehr viel auch an gegnerischen Siedlungen. Sakla und Bulgarien noch beide gut geschützt, aber das kriegen wir noch hin. Der heiße Scheiß ist jetzt hier auf jeden Fall die Timuriden. Da wird sehr spannend, wie das jetzt weitergeht. Hier oben machen wir uns, wie gesagt, auch bereit, in die neue Welt zu segeln, wenn sie dann freigeschaltet ist, mit interessanten und spannenden Truppen. Auch eine Armee aus genug Katapulten werde ich, denke ich, mal machen. Oder hauptsächlich, weil wir möchten eine Armee haben, die trotzdem gewinnen kann. Das ist aber gerade so Stand der Dinge. Und dann hoffe ich natürlich, wie gesagt, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Wenn euch das gefallen hat, würde mich sehr freuen und auch sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei meinem wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.